Hallihallo, meine lieben Kartoffeln, und herzlich willkommen zu einer Folge von der Jump Map. Das ist jetzt die zweite Folge. Der Kalle versteckt sich da schon in der Ecke, das kleine süße Mädchen, das sich da. Hallo, ja. Der Kalle, Crackin Nummer 1. Ja. Yo, was geht, Digga? Schwer! Ja, ey, Amanakoim hast du vergessen. Amanakoim! Geht auch. So. Die erste Folge könnt ihr euch beim Kalle angucken. Was? Ich habe nämlich das Aufnehmen ein bisschen verplant, weil der Kalle mir nicht richtig Bescheid gesagt hat. Ja. Ne? Ich habe eigentlich gedacht, er nimmt auch die erste Folge auf, hat aber nicht getan. Jetzt sage ich das mal von meinen Zuschauern nochmal neu. Und erstmal an meine Zuschauer, wir sind ja hier hängen geblieben an der Stelle. Also das heißt nochmal von vorne jumpen. Supergeil. Also läuft ich auf jeden wieder Fall runtergefallen. Bei uns. Ne? Kennt bei uns. Ich bin auch runtergefallen. Nein, ich falle sogar meine Treppe nach oben wieder runter. Die nächsten 3, 4 Folgen, Alter, die nächsten Folgen nur noch hier auf der Map hier. Nur noch in ich der Eisenbahn. Ich weiß auch nicht, wo es hier lang geht. Also, ich meine, ich habe mir die Maps schon alle ein bisschen angeguckt und habe einen Teil zwischendurch mal beim Durchsteppen geguckt, hier, wie das gejumpt wird. Ein paar Passagen kenne ich halt. Da weiß ich halt, wo es lang geht. Hacker. Aber nicht alles, ne? Das ist halt die Sache. Das wollte ich halt extra nicht machen, weil ich das nicht komplett gucken wollte. Da bin ich eben gerade das erste Mal auch runtergefallen. Es tut in der Seele weh. Ich habe nur ein Ziel. Ich will vor Kalle da sein. Okay, ich fahre jetzt schon wieder das tiefe Loch hier runter. Blub. Scheiße. Natürlich, so, meinte ich Exkremente, meine lieben Zuschauer. Kot. So, jetzt fallen wir hier runter und jetzt gucken wir, dass wir hier auch auf dem Block landen und nicht unterhalb dann wieder. So, und jetzt. Oh, Scheiße! Du dreckige Scheiße! Oh nein, hallo! Nee. Oh, shit, nee. Hör auf zu lachen, du Arschloch! Aua! Ich wäre fast bei dem Loch gestorben! Aua! Liege gleich, ich sag dir. Ich hol mir gleich ein Dia-Shirt aus dem Creative. Ach, nicht. Pfeil und Bogen. Alter, das wäre bestimmt auch geil. Ja, dann nenne ich mein Video der Color HD Hacker. Das wäre doch richtig geil. Nein, aber ohne Witz, das wäre doch mal richtig geil. So Jump'n'Run-Maps, so wie Lucky Blocks, weißt du? Da gibt es auch Challenges mit Wettrennen oder zum Beispiel, man macht die Lucky Blocks. Hallo! Und dann rüstet man sich danach aus und kämpft gegen. Halt so viele, richtig viele Sachen und so. Warum das nicht mit Jump'n'Runs machen? Ja. Dass du zum Beispiel sagst, du machst einen Jump'n'Run und dann kannst du die Kiste da looten. Jeder hat seine eigene Seite mit Jump'n'Run und oder generell Pfeil und Bogen, man kann sich gegenseitig nur mit 16 Schneebällen, man kann sich gegenseitig runterschubsen, muss gucken, wie man sie aufbraucht und so oder benutzt. Das wäre doch voll witzig, ey. Voll cool. Ich habe früher mal eine Jump'n'Run mit ein paar Kumpels gezockt, also das war auf einem Server, ein Spielmodus, ich weiß nicht mehr auf welchen. Ich hab's wieder geschafft. Da hat man wer zuerst das Jump'n'Run geschafft hat, hat einen Bogen mit Infinity bekommen. Und durfte dann halt die Leute runterschießen. Aber die Leute hatten dann auch Möglichkeiten, ihn mit Schneebällen irgendwie runterzuschmeißen. Sie haben immer an so Checkpoints haben sie mal 3 Schneebälle bekommen und konnten dann versuchen, ihn damit runterzuschmeißen. Oh, schon wieder an dem Scheiß-Jump. Mit dem Spinnenweben. Ich muss auch wieder von vorne anfangen. Der ist easy. Da rutsch ich die ganze Zeit durch. Weichei. Da rutsch ich die ganze Zeit durch. Lappen. Du bist einfach ein scheiß Lappen. Du weißt, wie schlecht ich im Jump'n'Run bin, also flame mich nicht. Lappen. Ach, ich nehme doch die Nüsschen. Respektier meine Autorität. Lappen. Ich habe keine Autorität, aber scheiß drauf. Was für eine Autorität, Alter. Okay, Respekt. Lachfigur, dich braucht man nicht ernst nehmen. Kalle mobbt mich schon wieder. Ich hol dich jetzt schon wieder ein, Alter. Ach, leck mich doch. Läuft bei dir verkehrt, mein Lieber. Aua. So, ich komme gerade den Berg hoch. Ach, Aua, warum sagst du Aua? Hier ist doch alles easy. Ich habe Schaden bekommen. Warte so kurz, bis du da unten bist, weil zu zweit in einem Spinnenweben ist ja ein bisschen doof. Bitte. So, alles bitte. Super. Dann jump mal. Hello! Die Spinnenwebe hat mich aufgehalten. Hast du das gesehen? Nee, alles easy. Och man, oh Kalle. Kacke. Danke, Dino. So. Hast du geschafft? Ja. Ich hab's sogar geschafft. Oh, Glück gehabt. Tu es für uns beide, Kalle. Ja, aber dann warte ich wieder auf dich, das ist auch scheiße. Nein, du darfst ruhig weiter jumpen erstmal.
In der nächsten Etage wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen. Das sind Oh, fuh! Runtergefallen? Der Trump ist ja gemein! Runtergefallen? Dann wird der Tee nicht knallt, immer gegen die Scheiße, mal so, I believe! Kalle. Komm mal her. Hier vorne. Achso, oder nicht? Hier, guck mal zum Trösten. Ach doch. Abgehobener YouTuber. Eigentlich hätte ich mich umdrehen müssen, so ein Arschloch so, und dann gehen müssen. Abgehobener YouTuber. Nein, der Kalle ist ganz menschlich. Der hat sich seit den 2 Jahren nur halt ein bisschen von der Erwachsenheit ein bisschen verändert. So, na okay, er ist behindert wie damals, also scheiß drauf. Ihr hättet uns vorhin im Teamspeak hören müssen. Was ist denn, Kalle? Was ist los? Oh, er ist schon wieder bei der Spinnwebe. Guck mal, wie schnell ich dich einhole, Alter. Ach, leck mich doch. So, diesmal gehe ich auch nach links. Fall runter, Fall. Oh, das könnte auch sogar knapp ausgehen, du. Kalle. Nee, obwohl. Kalle. Guck. Wo muss ich hier weiter, Kalle? Über den Baum. Da, wo nicht Schnee liegt. Da, wo nicht Schnee liegt, Digga, ich schwör. Amenakolben. Kalle, du vergisst immer das Amenakolben. Ich bin enttäuscht von dir. Was? Amenakolben? Alter, das merken wir doch nicht. Sowas ist nicht, das ist nicht mein Wortrepertoire. Sag mal, Amenakolben. Amenapuim. Buzefix? Amenaputin. Amenakolben. Bayerische Amena. Hast du dir das Geräusch gerade angehört, Alter? Das war mein Paarungsschrei. Alter, oh ja, als Frau werde ich spitz auf dich. Da denke ich mir so, oh, Puzzle! Oh, Puzzle! Ja! Schreck meine Puzzle! Puzzle! Wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? Guck du nach. Ich muss gleich mal gucken. Scheiße. 10 Minuten, ich sag hier, nächste Folge auch hier, übernächste Folge auch hier. Scheiße, du. Junge, das wird hart. Wir werden hier sterben, Kalle. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf? Oh, shit, ey. 8 Minuten, Alter, wir haben 10 Minuten vergeudet. Was ist das hier? Wir sind so schlecht, Mann. Hallo, Posse. Hallo. So, da hoch wieder. Ganz. Oh ja. Lutsch mal, Kalle. Lutsch mal. Das stinkt. Geh nicht mal waschen, Alter. Nee, ich hab dir ins Gesicht gepupst. Das hab war vor einer halben Stunde Mettwurst gegessen. Tut mir leid. Oh, scheiße. Ich bin gefallen. Weil ich nicht mehr sprinten kann. Fuck, Alter. Ja, Pech gehabt. Wer zu dumm ist zum Essen, der hat das Leben nicht verdient. Bam, 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 bam. Bam, 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 ich wollte gerade einen richtig schwarzen Witz raushauen, ne? Aber der wär übelst mies gekommen. Wer zu dumm ist zum Essen, hat das Leben nicht verdient. Jetzt überleg mal, über welche Randgruppe ich einen Witz machen wollte. Chinesen. Nö. Die wohnen größtenteils in einem Land, was mit A anfängt. Australien. Nein, AF. Jetzt glaube ich, weiß er es. Afghanistan. Ich sag das jetzt nicht, du kannst mich mal. Ach, du meinst Afrika. Ja, was denn sonst? Ach so, ich dachte Andalusien oder wie das heißt. Ja, jetzt überleg nochmal, wer zu dumm ist zum Essen, hat das Leben nicht verdient. Boah. Ja. Oh, ich hab's geschafft. Das wäre ein bisschen krass gewesen. Okay. Leute, ohne Witz, jetzt drück mir unbedingt die Daumen. Ich meine, das ist zwar nicht live, aber Puzzle, drück du mir die Daumen, dass ich das wenigstens schaffe jetzt. Vor die Folge zu Ende. Das geht Kalle, ja mal gar nicht. Kalle. Ja! Ja, Mann! Ich hab's geschafft! Und ich schreie so rum, meine Freundin liegt drüben auf dem Sofa und schläft. Und ich schreie rum, die wird wieder richtig sauer sein, wenn die wach wird, obwohl, wenn sie nicht schon längst wach geworden ist. Jetzt kommt sie gleich rein. Kalle! Kein Sex! Nee, sie sagt nichts. Sie sagt nichts. Nein! Alter, der letzte Sprung.
Der letzte Sprung, die Leiter, ich bin nicht dran hängen geblieben. Aber Leute, ob ich es schaffe oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Genauso bei mir. Ach du Scheiße, eine ganze Folge hier drin vergeudet. Ja, Mann. Ah gut, die zweite Folge war ja auch eigentlich, gedacht, eine Folge pro Raum. Ich hoffe, ich schaffe das in der nächsten Folge unbedingt richtig schnell darüber. Aber Leute, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, wenn ihr noch Vorschläge für Jump-Maps habt, dann schreibt es mir hier in die Kommentare. Schreibt auch vielleicht ein paar Leute rein, mit denen ich auch mal ein Jump-Map machen soll. Bitte aber nur Leute, mit denen ich wirklich Kontakt habe. Jetzt hört nicht irgendwie Albert Einstein, Krösus oder Columbus oder sowas. Ja, alle. Ja, irgendwelche Leute. Was kennst du alle? Oh mein Gott. Wirklich auch nur mit Leuten, mit denen ich Kontakt habe. So, an sich, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben. Schreibt in die Kommentare, wie ihr diese Folge fandet. Und auch generell irgendwie eure besten Momente hier irgendwie an Minutenzahlen und so. Ich gucke mir das gerne an. Und ja, das war's jetzt auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gebt einen Daumen nach oben. Wie oft ich das immer noch sage in den Videos, ne? Ja. Echt irre. Auf jeden Fall, ich bin weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Ciao. So. Wenn es euch gefallen hat, jetzt nochmal die Abmoderation bei mir, dann lasst eine Bewertung da, also eine positive. Und ja, guckt bei dem Kalle vorbei, der ist nämlich in der Videobeschreibung verlinkt. Sag was. Ja. Gut. Gutes Kommentar. Produktiv. So. Die nächste Folge nehmen wir hier direkt im Anschluss auf. Erste Folge könnt ihr bei Kalle gucken. Ja, das war's dann, wie gesagt. Das ist Kalle. Kenn ich nicht. wie gesagt, das war's von mir, euer Puzzle. Tschüss.